Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Entschuldigung. Die heutige Folge kommt etwas später. Übrigens, wir sind hier am Eingang vom Heim der Albed. Letztes Mal haben wir gesehen, hier ist die Kacke ganz schön am Dampfen. Wir sollten nicht vergessen, die zwei Hype-Burschen abzustauben. Und hier, ich glaube hier irgendwo, müsste das nächste Albed-Lexikon liegen. Das müsste Nummer 19 sein, ja. Also Nummer 19 müsste hier links irgendwo bei dem komischen Railing liegen. Dann könnten wir hier noch speichern. Brauche ich nicht. Ich habe das Safe jetzt sowieso kurz davor. Und dann gehen wir mal rein ins Heim und schauen, was die Guado hier anstellen. Bin ich schon mal gespannt. Das sieht ja alles sehr zerstört aus. Okay, und wir werden gleich in den ersten Kampf mit den Guado reingeworfen. Das ist übrigens so sehr ähnlich wie in Macalania. Und zwar geht es darum, dass ein Guado immer so Monster herbeschwört. Man sieht es nicht, dass er die Monster herbeschwört. Aber im Prinzip ist es ein ähnlicher Kampf. Wir verwenden gleich mal das neue Haska für Tidus. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber es ist im Prinzip nur Hast. Auf alle drei Partymitglieder und kostet auch dann insgesamt etwas weniger, als wenn man es einzeln auslösen würde. Die Bomben gehen relativ, also die Bomber gehen relativ einfach, wenn man mit Lulu die Level 3 Zauber schon hat, sollte sich mit Eisgar durchaus ein Vernichten bei den Bombern ausgehen. Ja, das Problem ist, der Typ kommt auch mit Schweigen, das ist uns aber sowieso egal, weil wir wollen von den zwei Bombern natürlich noch was stehlen. Zuerst wollen wir natürlich allerdings den Guado bestehlen und dann den Guado auch noch fertig machen. Das heißt, Lulu wird nicht mehr allzu viel machen in dem Kampf. So, Aaron wird den Typen hier mal wegmachen. Ja, sehr schön. Was gibt's noch? Was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Folgendermaßen. Erstens. Sorry, dass die Folge heute so spät kommt. Ich hatte keine Ready für gestern und ich war gestern fort. Und das nächste ist, Vincent hat gestern geschrieben, dass er findet, dass zu viele Random-Kämpfe vorkommen. Ja, das kann durchaus sein, aber ich habe es ihm sowieso auch schon als Antwort geschrieben. Das Problem ist nämlich folgendes. Ich nehme nochmal Haska hier. Geht sich das aus? Ah, nehmen wir den kleinen Haska. Jetzt haben wir keinen Mana mehr später. Ich greife ihn normal an. Aber das Problem ist nämlich, dass in Final Fantasy X ich vermeiden will, die Zwischensequenzen zu unterbrechen, also mit einem Schnitt zwischen den Folgen. Und deswegen. Deswegen versuche ich so gut wie möglich mit Zufallskämpfen zu füllen, damit ich ungefähr auf 10 bis 15 Minuten komme. Ich will nicht allzu viele Folgen haben, die nur 6 oder 7 Minuten lang dauern. Das sieht einfach in der Playlist sehr schlecht aus und finde ich nicht ganz so toll. Das Ganze löst sich aber dann spätestens nach Final Fantasy X und Freelancer, weil ich habe im Zuge dessen dann auch beschlossen, dass ich für die nächsten Let's Plays dann auf meinen zweiten Kanal umsteige, wo ich das Limit natürlich nicht habe. Dort wird es dann etwas besser werden. What in Yevon's name are those Guado thinking? This is terrible. Okay, wir gehen den Kompagnons gleich mal nach, weil wir haben sowieso keine andere Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Weiter ins Heim der Albert. Und gleich in den nächsten Kampf. Oh no! What'd he say? We have to get underground. Where's Yuna? The summoner saved him. This way! Okay, Riku erzählt uns hier nicht die ganze Wahrheit, nachdem man ja normalerweise nicht genau weiß, was Sid gesagt hat, wenn man die Lexika noch nicht hat, also importiert. So, was machen wir hier? Die Kämpfe sind hier
nicht allzu aufregend. Also die meisten Gegner, eigentlich alle Gegner kennen wir schon. Nein. So. Weg mit ihm. Das Problem bei den komischen Doppelhörnern ist, die haben ja relativ viel HP und deswegen... Wir nehmen mir kurz mal eine Arbeitmedizin. Das sollte kurz mal aushelfen. Dann Rico sollte noch stehlen. Ja, genau. Für die, die auch gefragt haben, ob ich nach... Nee, hier eigentlich. Ob ich nach Final Fantasy X auch Final Fantasy X-2 mache. Oder Final Fantasy XII oder Final Fantasy XIII. Nein. Kurze Antwort. Leider nicht. Oder eigentlich für mich Gott sei Dank nicht. Weil keines der Spiele gefällt mir auch mal annähernd. Und ich habe auch keins der Spiele auch noch das erste Mal selbst durchgespielt. Also ich habe es bei Final Fantasy XIII habe ich zumindest gesehen. Aber mir gefallen die Spiele nicht wirklich. Und da hat es, glaube ich, nicht überhaupt keinen Sinn, wenn ich das Spiel noch nicht mal selbst fertig gespielt habe. Und deswegen gibt es weder Final Fantasy X-2 noch Final Fantasy XII und schon gar nicht Final Fantasy XIII, weil ich sowieso keine HD-Karte hätte, mit der ich aufnehmen könnte von der PS3. Und in niedriger Qualität wird natürlich nicht aufgenommen. Aber wir müssen hier kurz zurückgehen und zwar... Ja, oder auch nicht. Gehen wir kurz geradeaus. Genau, und jetzt gehen wir zurück. Erstens liegt hier eine Kiste. Und zweitens, wenn der Screen gewechselt hat und wir gehen nochmal die Stiege rauf, dann sehen wir hier eine Tür, wo wir reingehen können. Schauen wir mal, ob neue Gegner sind. Ja, es sind nicht unbedingt neue Gegner, aber zumindest die Kombination ist neu. Am besten mit Walker gleich mal einen ausschalten. Ja, und die haben eine sehr unangenehme Angewohnheit, dass sie uns verwirren. Sauron werden wir kurz eintauschen gegen Rico, die wird Lulu heilen. Oder nicht heilen, aber zumindest dann Allheilmittel verwenden. Das ist auch der Grund, warum man früher viele Allheilmittel stehlen sollte oder speziell, wenn man weniger hat, zumindest welche kaufen. Weil man kann die dann sehr gut brauchen hier, um Konfus und später auch Stein wegzumachen, wenn die Gegner dann etwas lästiger werden. So, wie machen wir das jetzt so am besten? So, ich hoffe, ich treffe den. Ja, sehr schön. Kimari war, glaube ich, noch nicht dran, wenn ich mich recht erinnere. Und Auron auch nicht. Aber das geht sich hier aus. Zuerst mit Kimari drauf und dann mit Auron drauf. Das Konfus, darum brauchen wir uns jetzt nicht wirklich kümmern, weil sollte uns Lulu angreifen, macht es sowieso relativ wenig Schaden. Übrigens, hier ist auch ein sehr guter Zeitpunkt, die Ekstasen von Auron, Kimari, Waka und Tidus aufzuladen. Die von Rico und Lulu sind. Die von Lulu ist auch ganz gut, wenn man sie hat. Mir bringt sie nicht allzu viel. Aber speziell von den anderen dreien sollte man sie zumindest bis zum Ende des Heims fertig aufgeladen haben und nicht mehr verbrauchen. Hey Rico, ich sag, wo's lang geht. Der Grund, warum wir in die Seiten. In den kleinen Seitenraum hier gehen wollen, erstens hier auf der Bank liegt das nächste Albed-Lexikon, das müsste 20 sein, ja. Und hier gibt es zwei Kisten. Die Kisten kann man allerdings nur aufmachen, oder man kann sie auch aufmachen, wenn man Albed nicht kann. Allerdings ist dann etwas schwerer. Hier die erste Kiste fragt, was bin ich? Und damit meint sie eigentlich, was sie enthalten soll. Hier könnte man entweder Gegner wählen oder sich ein Elixier schnappen, was ich natürlich machen werde. Das heißt, man braucht nur das auswählen, was man haben will, sofern man es lesen kann. Die zweite Kiste ist etwas komplizierter. Da gibt es ein Passwort und da wird immer unten in normaler Sprache eingeblendet, was man eingeben soll und dann in Albed muss man den richtigen Begriff auswählen. Die Begriffe wechseln nicht den Platz, das heißt, wenn man sich die Position merkt, kann man das auch eingeben, ohne dass man die Sprache kann. Das heißt, in dem Fall Mitte unten ist Sorry. Wo ist Hallo? Rechts Mitte ist Hallo. Und ich glaube, ganz genau in der Mitte müsste Tut mir leid sein. Ja. Und dann bekommen wir einen Freundsferoid. Ich weiß nicht, ob ich den schon erklärt habe. Das bringt folgendes, dass man mit einem Charakter quasi zu einem anderen springen kann auf dem Sphärobett, ohne dass man irgendwie einen Zug braucht oder die Felder dazwischen überqueren muss. Ist auch ganz gut, also
werden wir vielleicht später brauchen. Habe ich in meinem Testlauf unbedingt gebraucht. So, die kennen wir natürlich auch schon. Und bevor wir links weitergehen, wo es eigentlich weitergeht, gehen wir zuerst rechts. Da ist hier am Ende des Ganges das nächste Alphabet-Lexikon, das dritte hier. Und zwar ist das glaube ich, das 21er. Müsste hier in der Ecke irgendwo liegen. Und hier gibt es noch eine Tür, wo wir auch rein können. Da gibt es auch einen Zufallskampf. Oder einen Zwangszufallskampf. Gegen Chimären diesmal. Nur damit ihr wisst, wie die Chimären ausschauen, das sind die komischen Typen da. Aber die kennen wir natürlich auch schon, also brauche ich den Kampf nicht herzeigen. So, und auch in dem Raum gibt es wieder so Rätselkisten. Und zwar... Moment, wie geht das hier? Ah, einer Stelle, da muss man natürlich auch Alphabet können und man braucht quasi nur etwas rechnen können. Und zwar 2 plus 1 sind 3. Die 10er Stelle sind auch 3. Das müsste 6 sein. Und das müsste 5 sein. Und mit X geht's dann auch. Was ist denn drin? Ah, ein Spezialspheroid, okay. Und Überprüfung des Alphabetwissens, das ist glaube ich nicht so einfach. Da kommen 4 Fragen. Okay, bei der ersten muss man ja beantworten, obwohl wir nicht Alphabet sind. Vielleicht ist die Kiste nur dafür da, dass sie Alphabet, also von Alphabet aufgemacht wird und wir müssen sie quasi anlügen. Der Sohn des Alphabet-Anführers ist Brüderchen. Wie man das genau wissen soll zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, weil man hat die beiden noch nicht wirklich kennengelernt. Wo leben die Alphabets? Da muss man Insel Picanel eingeben. Natürlich, die richtige Antwort wäre natürlich Heim gewesen, aber nachdem hier nur Insel Picanel zum Auswählen ist, natürlich das nehmen. Und die 4. Frage ist, wie wird Alphabet auf Alphabet ausgesprochen? Und ja, da muss man natürlich oben Alphabet nehmen. Natürlich sind hier alle rosa Schriften normalerweise total unverständlich, wenn man die Lexika nicht hat. Und für das bekommen wir einen Textfavorit. Damit kann man Text von anderen Charakteren lernen. Hier gibt es noch einen Alphabet Lexikombus-Favoriten, mit dem man wieder quasi Lexika von anderen Spielständen importieren könnte. Eben zu dem Zweck, damit man hier die Kisten aufmachen kann. Brauchen wir allerdings in unserem Fall jetzt nicht. So, dann müssen wir noch in den mittleren Gang schauen. Da sollte ja auch irgendwas rumliegen. So, irgendwo hinten. Da ist eine Kiste und da ist Alphabet-Medizin drinnen, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Und jetzt sind wir quasi fertig, um zum eigentlichen Speichersphäroiden weiterzurücken. So, und da sind wir beim ersten Speichersphäroiden hier im Heim angekommen. Ich werde bis nächstes Mal, wie immer, mein Sphärobrett quasi ausfüllen mit den Levels, die ich gemacht habe. Umstellen werde ich glaube ich nichts mehr. Ich schau mal kurz, ob ich Ausrüstung von Kimari umstellen könnte. Ich glaube, wir nehmen wieder den roten Reif. Der Konfusschutz ist momentan glaube ich nicht mehr so extrem wichtig. Also. Der Rest bleibt dann nicht so. Moment, bei Tidus haben wir da noch das Ritterdano. Wir könnten theoretisch das Bruderherz nehmen, das macht etwas mehr Schaden, aber das Ritterdano gefällt mir eigentlich. Von dem, wie es funktioniert, deutlich besser. Das ist eigentlich. Ja, auch das ist im Prinzip nicht mehr allzu wichtig. Ja, gut. Wie gesagt, ich mache das Sphärobrett fertig und wie es im Heimdallbett weitergeht, wie wir hier entkommen können, nachdem hier eine Bombe explodiert und was wir sonst noch alles finden werden, das alles sehen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 10 und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.